Bei Traumfrau gesucht und Walter gibt es einen waschechten Nazi-Skandal. Außerdem ist Walter am Ziel seiner Träume. Und Elena entführt Walter in 1001 Nacht. Ich bin fast bewusstlos geworden. Und Manfred erklärt uns nochmal das Männerbild der 30er Jahre. Der Mann ist der Stärkere in der Beziehung, im Leben. Der Mann ist der Versorger der Familie. Der Mann ist der, der bestimmt. All das und noch einiges mehr gibt es in einer wundervollen neuen Folge von Traumfrau gesucht. Und weil das dieses Mal wirklich sehr dramatisch wird, werde ich es natürlich auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Auch bei diesem Format gilt natürlich wieder, dass man es bei RTL Plus gucken kann und das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Und dann würde ich vorschlagen, zum Nazi-Skandal kommen wir ein bisschen später und schauen erstmal in die eigentliche Folge rein. Und da hat sich Walter heute mal wieder was besonders Bescheuertes ausgedacht. Ich glaube, jetzt ist er endgültig durchgeknallt. Der Walter ist ja gerne der Kapitän und da hat er uns dann was organisiert, und zwar eine Schifffahrt mit einem Schiff. Eine Schifffahrt mit einem Schiff. Wahnsinn. Aber das ist nicht alles, denn Walter meint damit keine normale Schifffahrt, bei der man so mitfährt, sondern er ist, wenn man so möchte, tatsächlich der Kapitän. Ich frag mich manchmal ein bisschen, wo der eigentlich immer das ganze Geld her hat. Schaut her, Elvis und Dennis, das ist der Hafen von Odessa. Und genau dort will Hobbykapitän Walter seine Schützlinge verkuppeln. Ja, und man sieht ja schon, dass Walter eine wirklich billig aussehende Kapitänsmütze aufhat und ein ziemlich hässliches T-Shirt. Und dementsprechend möchte er Dennis und Elvis jetzt auch entsprechend einkleiden. Doch da gibt es gleich die erste kleine Meuterei. Scabbard Price im Rand, da bin ich hier der Oberadmiral. Ja, aber Dennis, so geht es nicht, weil einer muss ja das Kommando behalten. Nee, das bin ja ich. Nee, mit dem weißen Rand, das ist aber der Admiral. Nee. Also der Captain bzw. Admiral bin ich. Es kann nur einen Kapitän geben und bei uns drei bin das ich. Da muss ich aber ausnahmsweise auch mal Walter zustimmen, denn er ist für mich auf jeden Fall der Kapitän der Herzen. Zum Glück findet sich dann für Dennis am Ende aber einfach eine Matrosenmütze, die für mich irgendwie ein bisschen aussieht wie eine Serviette von einem billigen Burgerlokal. Ja, er will immer Kapitän sein, er will immer so der Obermann sein. Ach, Hoppe, mir ist das ja egal. Aber ich glaube, wenn der mal medikamentös eingestellt ist, dann hört er doch wieder auf, gell? Ach, Dennis, wundervolles Lachen habe ich ja auch irgendwie schon vermisst. Naja, aber auf jeden Fall sind dann alle drei schließlich bereit, das Schiff gleich zu betreten. Und deswegen wird nochmal militärisch salutiert. Und dieser arme kleine Junge, der da zwischen den Männern durchgehen muss, weil er gerne zu diesem Tourismusstand möchte, hat mir sehr leid getan. Bitte. Welcome on board, stramm gestanden. Ja. Und ab auf die MS Walter. Ja? Okay, auf geht's. Boah, und dann bin ich ja ehrlich, ne? Ich war jetzt mega auf die MS Walter gespannt. Wird es wohl ein großer Dreimaster sein oder ein Kreuzfahrtschiff oder irgendwas ganz anderes? Wie zum Beispiel so ein halb verrotteter Dampfer. Und da ist es, Walters Traumschiff. Es ist nicht das modernste, ein bisschen in die Jahre gekommen vielleicht, aber der Romantik zu Wasser sollte das nicht abträglich sein, oder? Ja, geht so. Also klar, das ist sicherlich auch eine Preisfrage und ich finde es immer noch erstaunlich, dass Walter sowieso schon wirklich für das Date einfach ein ganzes Schiff mieten konnte, aber das Ding sieht jetzt nicht so aus, als würde man da unbedingt die Frau seiner Träume drauf kennenlernen. Und Dennis' Outfit ist übrigens auch, wie ich finde, absolut bodenlos. Ist das das Schiff hier, ja? Ja, leider, Leute, aber wir sind halt nicht hier am Bodensee oder sonst wo. Unter romantischer Hafenrundfahrt hatten die zwei Matrosen sich eigentlich etwas anderes vorgestellt. Also, das war mir schon ein bisschen peinlich, muss ich zugeben. Aber apropos peinlich, auch Manfred ist in dieser Folge wieder mit dabei und der macht nochmal deutlich, was für ihn beim Kennenlernen eigentlich wichtig ist, nämlich der Charakter. Natürlich nicht. Das Äußerliche ist irgendwo mal der erste Grundfaktor. Da muss mir die Frau gefallen, reizen, einfach einen Wow-Effekt auslösen. Okay, und ein kleines bisschen muss ich Manfred da natürlich in Schutz nehmen, denn natürlich spielt das Aussehen gerade beim ersten Treffen eine wirklich große Rolle. Nur habe ich leider immer ein bisschen das Gefühl, dass es dann auch beim zweiten, dritten und 27. Treffen noch die primäre Rolle spielt. Aber vielleicht hat er ja diesmal Glück, denn Xenia hat für ihn natürlich wieder eine Frau organisiert. Und tatsächlich scheint da diesmal was zu passieren. Manfred hat nur noch Augen für die schöne Irina. Diesmal hat die Partnervermittlerin offenbar leichtes Spiel. Als Manfred auf Irina traf, habe ich ihn wirklich von ganz anderer Seite erlebt. Ja, Wahnsinn. Ich muss auch sagen, Manfred sah ja direkt fast ein bisschen verliebt aus. Sollte das vielleicht wirklich schon seine Traumfrau sein? Oder ist er wie immer nicht zufrieden? Naja gut, ich glaube, wir wissen alle schon die Antwort. Der erste Eindruck positiv, aber ich bin halt extrem in meinem
Es muss Wow machen und das hat schon mal gefehlt. Weißt du was, Manfred, wenn du unbedingt ein Wow willst, solltest du vielleicht einen Hund daten. Aber naja, was ich dann übrigens auch mal nicht verstehe bei ihm ist, er sagt ja immer, wie konsequent er ist. Aber wäre es dann nicht auch konsequent, das Date quasi abzubrechen, wenn er jetzt schon weiß, dass es nichts wird? Oder wie siehst du das, Manfred? Ich bin zwar konsequent in allem, was ich mache, aber der erste Eindruck ist jetzt nicht so schlecht, dass ich sofort abbrechen würde. Oh, wie romantisch. Stellt euch mal vor, wie er sich zu der Frau setzt auf einer Bank im Mondschein und ihr dann sagt, du bist nicht so hässlich, dass ich unser Date abbrechen möchte. Naja, aber apropos Bank, da beweist Manfred dann nochmal, dass er ein absoluter Gentleman ist und einen Humor hat wie ein körperbehinderter Kolibri. It's clean eye. Yes, you clean before. Yes, I made like thank this. You. You're a gentleman. Of course. Of course. Immerhin, das ist eine der wenigen guten Sachen an Manfred, möchte er dann von Irina durchaus auch mal wissen, was die eigentlich für einen Mann möchte. Und ich finde, das hat sie wirklich schön beschrieben. Wäre toll, wenn Manfred das so ähnlich sehen würde. I would like to find my soulmate. I would like to have a big and friendly and kind and soul family, yeah, family and man like who can take care of his woman. Ja, wie ich schon gesagt habe, eine wirklich schöne Beschreibung. Blöderweise ist das nur ungefähr das genaue Gegenteil von Manfred. Aber ihr ahnt es schon, das sieht er natürlich wieder ganz anders, denn seiner Meinung nach ist er einfach der großartigste Mensch der Welt. Und der zweitgroßartigste auch. Und ich glaube, bei sich selbst kommt er dann auch noch auf den Plätzen 3 bis 57. You describe me. Really? No. Okay, I want to show it to you. I think it's then the same I'm looking for. Harmony in relationship, to feel happy when you are together, to have family with children and to spend a lot of time together and yes, to feel if you are near your partner that you're happy. Ehrlich gesagt habe ich eher das Gefühl, dass Manfred fühlen möchte, wie die Frau High Heels für ihn anzieht, oder? Naja. Ich habe euch übrigens noch einen Nazi-Skandal versprochen, der kommt dann auch gleich. Vorher schalten wir aber nochmal zurück zu Walter, der diesmal sogar die Geschenke für Elvis und Dennis vorbereitet hat. Ich glaube, diesmal möchte er, dass wirklich alles nach seinem Plan läuft. Das ist ein Bernsteinring. Ja? Und den kann man hier, schau mal, so kann das die Dame hier drauf tun. Okay. Und du weißt ja, Bernstein ist so entstanden, dass es runtergetropft ist und der Moment ist festgehalten worden für die Ewigkeit. Und dann war das jahrelang im Meer und ist zu Stein geworden. Und du willst damit auch den Moment festhalten, den du mit der Frau erlebt hast. Ein bisschen frage ich mich, wenn Walter das alles so genau geplant hat, warum er nicht einfach selbst die drei Frauen datet und Walter und Dennis zu Hause gelassen hat. Aber naja, dann schauen wir uns die Grazien jedenfalls erstmal an. Und da muss man schon sagen, hat Walter, wie ich finde, durchaus einen guten Fang gemacht. Sein weißer Wix-Ordner ist und bleibt halt einfach gut. Und hier sind die Damen. Von links nach rechts Natalia, Julia und Valentina, samt Übersetzerin. Welche ist denn jetzt für mich, Walter? Ich kann es aus der Ferne nicht erkennen. Ich sehe nur, dass drei Grazien kommen. Aber die werden schon mir laufen, oder? Ja. Gut, und jetzt muss man, wie ich finde, sagen, dass die Frauen wirklich alle sehr attraktiv sind. Und ich weiß, das ist immer persönlicher Geschmack. Meiner Meinung nach hat Elvis sogar noch die hübscheste erwischt. Er sieht das natürlich wieder völlig anders. Ja, für mich war es ziemlich schnell sicher, ja, von denen spricht mich jetzt keine direkt an. Schade. Aber dafür haben wir ja Dennis. Und bei dem hat man in den vergangenen Folgen ja schon häufiger bemerkt, dass er sich eigentlich immer sofort verliebt. Und man da nie ganz genau erfährt, warum es mit den Frauen eigentlich nicht geklappt hat, was ich immer noch schade finde. Aber jedenfalls hat er auch diesmal nur noch Herzchen in den Augen. Der erste Eindruck von der Valentina, da dachte ich, der Erlöser ist nah. Mit seiner Begeisterung steht Dennis aber ziemlich alleine da. Also die von Dennis hätte ich auch nicht besser gefunden, weil die hatte irgendwie... Keine Ahnung, der hatte keine Augenbrauen. An der Stelle muss ich Elvis übrigens mal ein kleines bisschen recht geben und ich bin immer noch sehr froh, dass dieser Trend, dass sich Frauen die Augenbrauen so nachmalen, vorbei ist. Ist aber natürlich immer eine persönliche Geschmackssache und soll letztlich jeder so tun, wie er möchte. Aber egal, Walter ist ja, wie wir wissen, auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet. Deswegen hat er mit seinem Date natürlich auch wieder ein Aktionsprogramm vor. Dann habe ich mein Knotenhandbuch mitgebracht und natürlich hier solche kleinen Seile, die man dafür nutzt und wollte mit ihr anbanzeln. Es heißt in der Seemannssprache nicht anbandeln, sondern anbanzeln. Und in der normalen Sprache heißt das, glaube ich, Bondage. Aber wie auch immer, es ist ja trotz allem ein irgendwie schöner Gedanke und dann macht Walter das auch. Und da man im Hintergrund nochmal die leeren Bänke sieht, er hat, glaube ich, dieses Schiff wirklich einfach nur für drei Dates gemietet. Der Typ muss doch reich sein. Oh, sehr gut. Wow, super.
dann auf einmal stellt sich raus, dass sie das 10-mal besser kann wie ich. Ich meine, ich habe mich ja fast blamiert. Sie muss das halten. Und jetzt, na so, ja? Nein, das stimmt nicht ganz. Ich bin der Schlechtere heute. Kleinen Moment. Ach ja, Walter und seine tollen Ideen. Da hoffe ich, du hast jetzt eine bessere Idee, zum Beispiel meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank mal an dieser Stelle. Und dann ist jetzt leider der Punkt gekommen, an dem wir mal über diesen Nazi-Skandal sprechen müssen. Und zwar handelt es sich dabei um den Kandidaten Dirk. Wenn du den gar nicht mehr kennen solltest, so sieht er aus. Der ist ja in vielen meiner vergangenen Folgen auch durchaus mal vorgekommen. Und ich habe ihn damals schon immer als den unangenehmsten Kandidaten aller Zeiten bezeichnet. Und über den habe ich in letzter Zeit mal ein bisschen recherchiert. Und am Anfang war das eigentlich noch relativ harmlos, denn ich habe unter anderem herausgefunden, dass der mittlerweile wohl Schlager- und Eventsänger ist und tatsächlich 2 CDs, glaube ich, rausgebracht hat. Und die habe ich mir dann kurz angehört und bin dabei fast gestorben. Wundervoll. Das ist aber noch nicht alles, denn Dirk hat ja damals in den Folgen auch immer wieder von sich gesagt, er wäre ein Erfolgscoach und hat einige Bücher geschrieben. Und auch das stimmt tatsächlich. Zum Beispiel dieses wundervolle Werk hier. Erfolg unterstrich hat, wer Erfolg will. Absolut keine Satzzeichen. Das eigentlich Spannende daran ist jetzt aber, du hast es vielleicht vorhin bemerkt, auf diesem Schlagerding stand ja Dirk Dorian, allerdings steht jetzt bei dem Buch Dirk Schittka und das ist wohl tatsächlich sein richtiger Name, der irgendwie, wenn man ihn Schittka ausspricht, auch ein kleines bisschen passend ist. Und wenn man jetzt den Namen wiederum mal durch Google jagt, dann stellt man relativ schnell heraus, dass Dirk an vielen verschiedenen Stellen schon mal politisch aktiv war. Und grundsätzlich ist das ja etwas eigentlich durchaus Positives. Allerdings gibt es da auf Wikipedia eine Info, die dann nicht mehr ganz so positiv ist. Und zwar heißt es da: Aufmerksamkeit erlangte der Kommunalwahlkampf in Oer-Erkenschwick im Jahr 1999, als bekannt wurde, dass der Bürgermeisterkandidat und Spitzenkandidat der FDP für den Stadtrat Dirk Schittka, ich finde immer noch, dass dieser Name wirklich sehr gut zu ihm passt, vor seinen Mitgliedschaften in CDU und CSU auch der NPD angehört hatte. Die FDP rief daraufhin davon ab, bei der Kommunalwahl die FDP zu wählen, so blieb ihm der Einzug in den Stadtrat verwehrt. Also, um es nochmal in anderen Worten zu sagen, Dirk war schon so ziemlich in jeder Partei und unter anderem tatsächlich leider auch in der NPD. Falls du die nicht kennen solltest, das ist wirklich eine der rechtesten Parteien, die es im deutschen Parteienspektrum so gibt. Und das hat er da wohl auch wirklich ernst gemeint. Er hat wohl auch Vorträge gehalten, dazu habe ich auch noch was gefunden. Ausländerstopp NRW mit einer landesweiten Kampagne unter dem Motto Deutsche wehrt euch gegen Überfremdung, Islamisierung und Ausländerkriminalität thematisiert die NPD im Rheinland und Westfalen die immer weiter voranschreitende Überfremdung und die daraus resultierenden Folgen für unser Land. Und genau dazu hat Dirk dann wohl mehrere Vorträge gehalten und das Ganze hatte damals auch eine Internetseite mit dem tollen, in Anführungszeichen, Namen www.ausländerstopp-nrw.de. Okay, und das ist dann, glaube ich, der Punkt, an dem man spätestens sagen muss, bei Dirk handelt es sich um einen Neonazi. Und wenn wir ganz ehrlich sind, passt das ja auch ganz gut zu seinem Verhalten in der Show. Er hat dann übrigens interessanterweise nach der FDP nochmal versucht, politisch Boden zu fassen. Aber diesmal hat er es sogar geschafft, noch ein bisschen rechter zu werden als bei der NPD. Und zwar war er dann auch noch bei Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung, über die die Bundeszentrale für politische Bildung mal geschrieben hat, sie sei verschwörungstheoretisch und antisemitisch. Das, was ich denn eigentlich an diesem Fall aber so schwierig finde, ist, dass RTL 2 das wohl damals, als die Sendung gedreht wurde, schon wusste und Dirk ja trotzdem in, glaube ich, 8 oder 9 Folgen bisher vorgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal an einer anderen Stelle vorkommen wird. Ich für mich habe auf jeden Fall entschieden, ich werde Dirk hier auf meinem Kanal logischerweise nicht mehr zeigen. Also selbst wenn er nochmal irgendwie vorkommen sollte, findet er bei mir nicht mehr statt. Und ich muss an dieser Stelle auch wirklich mal einen kleinen Vorwurf an RTL 2 loswerden. Denn wenn sie das tatsächlich gewusst haben, und das ist auf jeden Fall mein Eindruck, weiß ich nicht, warum man so jemandem ausgerechnet auch noch in einer Show, wo man ins Ausland geht, um Frauen kennenzulernen, eine Bühne bietet. Aber jetzt würde mich natürlich wie immer deine Meinung zu dem Thema interessieren. Also ist Dirk jetzt für dich auch definitiv ein Neonazi, so wie ich das auch auf jeden Fall sehe? Oder siehst du das vielleicht doch ganz anders? Oder was hältst du einfach davon, dass er überhaupt in dieser Sendung zu sehen war? Schreib mir einfach mal, was du so denkst, in die Kommentare. Wir versuchen wie üblich immer sehr respektvoll dabei zu sein, hoffe ich. Und können dann auch endlich mal weiter in diese wundervolle Folge gucken, die noch ein bisschen weitergeht. Denn Manfred hat jetzt sein Date in einem Spielecafé. Habe ich tatsächlich vorher auch noch nie gehört. Spielecafés sind in Russland vor allem bei jungen Paaren beliebt. Manfred macht allerdings erstmal die Rollenverteilung klar. Der Mann ist der Stärkere
in der Beziehung, im Leben. Der Mann ist der Versorger der Familie. Der Mann ist der, der bestimmt. Wow, da reden wir eben über Neonazis und jetzt fängt Manfred mit dem Männerbild von 1930 an. Das ist ja wundervoll. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal eine ganz kurze Pause und wir gucken lieber nochmal zu Elvis. Und wir erinnern uns, der hat ja ein Geschenk von Walter für die Frau bekommen und man merkt, er hat das gut auswendig gelernt. It is a ring. Ja, hier. Mhm. And it's a special ring, because it is from Amber. Julia scheint beeindruckt. When Amber is coming from the tree, it falls into water and then it gets a stone. And this is it. That's Amber, ja. And it keeps the moment and this is, it should keep our moment. The ring. I hope you like it. Yeah? Yeah, thank you. I like it. Toll, wie unmotiviert Elvis das erklärt hat. Aber grundsätzlich ja eigentlich wirklich ein Liebesgeschenk. Und deswegen kommt er der Dame auch ein bisschen näher und darf sich sogar mal ihren Wolf anschauen. Klingt komisch, ist aber so. You have a tattoo here? Yeah, I have a tattoo. Can you guess what is it? What's it? I don't know. An animal? Yeah, animal. A dog? No. A cat? A fish? No, it's a wolf. Ein Wolf also. Okay, und ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es durchaus ein Vertrauensbeweis, wenn die Frau ihr Tattoo, das ja, sagen wir mal, an einer etwas intimeren Stelle ist, dann so schon direkt präsentiert. Und das könnte jetzt ja was sehr Positives sein, aber wir kennen ja auch Elvis. Der findet es natürlich wieder blöd, weil es wahrscheinlich nichts mit FIFA oder einem Stepper zu tun hat. Also, im echten Sein fand ich den Wolf jetzt nicht besonders attraktiv, weil der war erstens an der falschen Stelle irgendwie, auf den Oberschenkel. Und dann, warum ein Wolf? Was ist daran so? Weiß nicht. Also, ein Wolf ist ja mehr abschreckend. Ich bin ja ehrlich, ne? Mich hätte jetzt sehr interessiert, was für Elvis die richtige Stelle für ein Wolfstattoo ist. Das werden wir allerdings leider erstmal nicht rausfinden. Stattdessen können wir uns ja mal anschauen, wie es bei Dennis eigentlich läuft. Naja, und was soll ich sagen? Der ist halt wie immer einfach sofort verliebt. Aber dieses Outfit, oh mein Gott. You're a real beautiful girl. Oh, thanks a lot, Dennis. You're welcome. Nice words. I'm a little shy. Yeah, you don't must be shy. Naja, aber gegen Schüchternheit kennt Dennis doch das richtige Mittel, denn er schüttet die Frau dann, und ich meine das wirklich wörtlich, einfach mit Alkohol zu und dann kommen die beiden sogar in ein richtig gutes Gespräch. Und eine Sache muss man ihm ja lassen, flirten kann er irgendwie ein bisschen, also zumindest wenn alle Beteiligten 2 Promille haben. Okay. I like cappuccino. Cappuccino? In the morning. Yes. I like I do a fresh it, juice. I do it every day, yeah, for my princess in the morning. Okay, I believe you. Yeah, I swear. Okay. Bei Elvis hingegen läuft es weiter katastrophal, aber er guckt sich dann was von Dennis ab, nämlich die Frau einfach zuschütten. Hoffentlich hilft's. Well, maybe when we drink now some alcohol, it's getting better. Höflich ist das nicht gerade. Should I make it full? Ja, better, ja. As more alcohol, as better it's getting, hä? Ach, der alte Romantiker. Und nun wissen wir ja eigentlich, dass Elvis, was Alkohol angeht, nicht super anspruchsvoll ist. Er trinkt ja sonst eigentlich meistens einfach so puren Wodka. Da überfordert sowas Edles wie Sekt natürlich seine 3 Geschmacksknospen. Ja. Ja. It's very good. No, it's very bad. Ja. Auch das noch. Der Braunschweiger hat heute einfach kein Glück. So kommt Elvis nie in Redelaune. Katastrophe. Und deswegen geht Elvis dann auch zu seinem Ziehvater Walter und möchte den jetzt darum bitten, dass er ihm irgendwie dabei hilft, dieses Date loszuwerden. Allerdings hätte ich dann eigentlich erwartet, dass Walter ganz enttäuscht ist. Der entschuldigt sich allerdings stattdessen bei Elvis, aus dem bescheuersten Grund, den ich jemals gehört habe. Also ich bitte dabei, ich möchte mich entschuldigen, auf dem Foto hat sie ganz anders ausgesehen. Ja. Ich kann nicht verstehen, wie eine Frau sich so weiß schminkt. So, wir ja. sind im Sommer und du musst mal ihre Schminke anschauen. Also ich kann sehr gut fühlen, was du verstehst, und ich möchte mich entschuldigen, weil du weißt, auf den Fotos sehen die Frauen ganz anders aus wie in Wirklichkeit. Walter entschuldigt sich bei Elvis dafür, dass die Frau seiner Meinung nach falsch geschminkt ist und deswegen aus den beiden in Zukunft nichts werden kann. Alles klar, das ist, glaube ich, die verstörendste Aussage in dieser Folge bisher. Trotzdem hat Walter für Elvis immerhin einen Tipp, wie er die Dame jetzt los wird. Ja. Ich würde ihr sagen, du hast kurz nachgedacht und du hast dein Herz gefragt. Mhm. Und zwar nicht nur einmal, sondern 2-mal. Du findest sie sehr sympathisch, aber dein Herz schafft es nicht, sich in sie zu verlieben. Okay.
Was ein Bullshit. Und eigentlich hätte ich dann von Elvis erwartet, der ja sonst in solchen Sachen doch ein bisschen pragmatischer ist, dass er jetzt diesen bescheuerten Rat nicht annimmt. Das tut er dann allerdings doch, und zwar wirklich zu 100%. Und ich glaube, die arme Frau war damit auch ein bisschen überfordert. I asked my heart and I have to tell you, I think I have not enough love for you, for a relationship. I'm very sorry, but I like you as a person. You're a nice woman. You're very friendly. You're also very good looking, and I think you will find your man. But it's not me. Was ein Quatsch. Und ich glaube, man hat auch schon an Julias Gesicht gesehen, dass sie davon jetzt auch nicht so richtig überzeugt war. Traurig über den Verlauf war sie aber auch nicht. Nein, das hat mich nicht traurig gemacht, denn ich hatte genau dieselben Gedanken. Ah, also hat sie ihr Herz auch zweimal befragt. Naja, dann können wir ja nochmal zurück zu Manfred gucken. Der ist ja immer noch in dem Spielecafé und macht die Frau, bevor sie überhaupt spielen, schon mal weiter runter. Und ich frage mich, warum der eigentlich immer Taschentücher dabei hat. This is for your tears after this game. Jaja, was sich liebt, das neckt sich. Okay, und jetzt war ich wirklich auf das Spiel gespannt, bei dem man dann für die Tränen Taschentücher braucht und bei dem es ja offensichtlich irgendwie um männliche Dominanz geht. Und zwar handelt es sich um Mikado. Ja, kein Witz, die spielen dort tatsächlich Mikado. Und da man da ja bekanntermaßen Fingerspitzengefühl braucht, ist Manfred sofort verloren. For this game you need a lot of feeling in your fingers. I have nails. Naja, und da Irina dann wenig überraschend die ganze Zeit gewinnt, probiert es Manfred mit einer ganz anderen Taktik, denn er denkt sich, wenn er jetzt schon derjenige ist, der am Ende weinen muss, dann möchte er es wenigstens, weil er dominiert wird. Und ich möchte manchmal gerne in Manfreds Schlafzimmer gucken und meistens aber doch nicht. I like it when women with their nails make like this or like this, you know? If you make this with your nails, it's good. I like this in the hair with nails. Grundsätzlich muss man ja aber sagen, das Date läuft schon echt irgendwie ganz gut und ich glaube, Irina mag Manfred auch. Leider. Das merkt man auch an der Verabschiedung. Die ist nämlich wirklich echt positiv. I hope to meet you next time. Maybe we can continue this play or other plays. And hope to see you soon again. Okay, let's try. That's good. Schön, hat Manfred da vielleicht wirklich die Frau seiner Träume gefunden? Sie ist, glaube ich, wirklich schon ein bisschen verliebt. Die Arme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ihr wünschen soll. Und ich frage mich die ganze Zeit, was die Brosche da eigentlich darstellt. Hoffentlich ist der heutige Tag der Beginn unseres zukünftigen gemeinsamen Lebens. Na gut, dann haben wir jetzt mit Elvis ein Katastrophendate und mit Manfred ein positives. Dann gucken wir doch jetzt einfach mal, wie es bei Walter eigentlich so läuft. Der hat außer Knoten mit der Frau ja nicht wirklich was gemacht. Aber vielleicht haben sich ihre Herzen dabei ja unsterblich aneinander gebunden. Natalia, ich hatte auch einen Moment Zeit nachzudenken. Du musst wissen, ich bin ein kleiner Südländer, weil ich bin sehr temperamentvoll und energiegeladen. Und ich denke, den kurzen Eindruck, den ich von dir habe, dass du das nicht so begleiten kannst, weil du sehr, sehr ruhig bist. Walter, ich glaube, statt temperamentvoll und energiegeladen meinst du alt und komisch. Aber wie auch immer, damit ist sein Date auf jeden Fall nicht so gut gelaufen. Dann gucken wir doch aber einfach mal zu unserem hart verliebten Dennis. You are really lecker Mädchen. What does it mean? You are so beautiful. Ah. You are lecker Mädchen. Oh. Thanks a lot. You're shy? Yes, a Why? Little. Ja, und ich muss aber auch sagen, ich habe mich schon häufiger gefragt, warum Dennis eigentlich immer so viele und auch immer genau dieselben Komplimente macht. Dafür hat er aber zum Glück eine total unplausible Begründung. Man muss in die Tiefe gehen. Bei der Frau muss man in die Tiefe gehen. Um so die weibliche Aura zu spüren. In die Tiefe. Ja, und die beiden tauchen dann auch noch ein bisschen gegenseitig in ihre Auren ein, insbesondere dadurch, dass sie sich immer weiter betrinken, weswegen Elvis am Ende der Fahrt auch eine relativ gute Voraussage trifft.
Ich glaube, zwischen Dennis und seiner Freundin wird nichts, weil wenn die beide wieder nüchtern werden, dann werden sie erstmal merken, mit wem sie da getrunken haben und dann verlassen sich gegenseitig ganz schnell. Davon will Dennis jetzt allerdings noch nichts wissen, denn er hatte ja immer noch 2,5 Promille und das in der doch relativ heißen Sommersonne von Odessa ist es, glaube ich. Und dieses Outfit, ne? Ich weiß, ich hab's schon gesagt, aber dieses Outfit. Love is in the air. Ba-da-da-da-da-da. Wer hatte das schönste Date gehabt? Wer? Bei Manfred ist das Date dann in der Zwischenzeit nicht nur vorbei, sondern es ist auch schon der nächste Tag und er wartet jetzt gespannt darauf, ob Irina ihn tatsächlich nochmal sehen möchte. Xenia hatte eine interessante Antwort für ihn. Ich habe eine SMS von Irina erhalten. Sie schreibt, sie würde dich gerne nochmal treffen und dich besser kennenlernen. Wie schön. Und wir haben ja auch gemerkt, Manfred hat Irina auch richtig gut gefallen und die beiden haben eine tolle Zeit miteinander verbracht, weswegen er wie meistens eine wirklich total nicht nachvollziehbare Entscheidung trifft. Oh Gott. Die werden doch alle nie eine Frau finden. Also grundsätzlich würde ich sagen, eine ganz, ganz tolle Frau. Aber ich denke, das Problem ist für mich, es ist ein Mädchen. Und ich suche eine Frau. Eine Antwort, mit der Xenia nicht gerechnet hat. Ne, vor allen Dingen auch eine, die überhaupt keinen Sinn ergibt, weil weder ist die Dame besonders jung, noch hat sie sich besonders mädchenhaft oder naiv oder sonst irgendwie gegeben. Und insofern klingt das einfach wie eine bescheuerte Ausrede. Zum Glück bringt Xenia das auch auf den Punkt. Sie ist eine Dame um 30. Sie hat studiert, sie hat einen Beruf. Und als Mädchen, unerfahrenes Mädchen, kann sie schon nicht mehr sein. Und wenn sie sich einfach süß und nett benimmt, das bedeutet gar nicht, dass sie mädchenhaft und dumm ist. Bam, da hat sie auf jeden Fall recht, aber Manfred sagt weiter, nein, er muss sich unbedingt auf den ersten Blick verlieben, aber auch hier wäscht Xenia ihm wieder ein kleines bisschen den Kopf. Wenn du auf die Liebe auf den ersten Blick wartest, es kann wirklich hunderte von Jahren vergehen. Ja, dann werde ich hunderte von Jahren warten. Nee, natürlich, das ist deine Wahl. Ich kann für dich nicht entscheiden, du bist erwachsen und ich bin nicht deine Mutter. Ehrlich gesagt, wenn Xenia seine Mama wäre, wäre aus Manfred aber wahrscheinlich mehr geworden, oder? Naja, wie auch immer. Jedenfalls ist er sich trotzdem sicher, das wird mit der Frau noch klappen. Begründung mittelbescheuert. Ich bin Löwe, ein Löwe kriegt das, was er will. Ich habe alles erreicht im Leben, was ich will. Also ich werde auch wieder meine passende Traumfrau finden. Also ich persönlich würde ja sagen, das einzige Sternzeichen, mit dem ich Manfred assoziiere, ist Qualle. Aber okay, dann gucken wir doch jetzt mal, wie es eigentlich so bei Dennis läuft. Denn der ist jetzt ja der Letzte, bei dem es noch ein Happy End geben könnte. Er greift jetzt jedenfalls zum Telefon. Hi Valentina, it's Dennis. How are you? Oh, hallo. Also eigentlich geht's mir ganz gut, zumindest bis du jetzt angerufen hast. Was willst du denn? I want to ask you that you won't go with me out maybe tonight. Oh, das ist heute leider ganz schlecht, weil weißt du, es ist Sonntag, deswegen muss ich dringend arbeiten. Genau, ich muss arbeiten. Oh, no time, work. Okay. And tomorrow? Oh, das ist leider ganz unpraktisch. Ich muss nämlich morgen leider das Land verlassen. Also eigentlich den Planeten, das eigentlich die Galaxie, weißt du? Also passt nicht so gut. Okay. Yes, okay. Yes, bye, take care. Also irgendwie wird das ja heute nichts mit den Happy Ends. Zum Glück haben wir allerdings noch Walter. Und der hatte ja in der letzten Folge eigentlich ein sehr, sehr hoffnungsvolles Date, bei dem ich mich auch schon gefragt habe, was jetzt draus geworden ist. Offensichtlich eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob Sie jemals 1001 Nacht gesehen haben, aber Sie wissen, wenn eine arabische Frau tanzt und hier ihre Bewegungen macht und ihre Hüften schwingen lässt und ihre ganze Weiblichkeit zum Ausdruck bringt, da wird man als Mann schon schwach. Stimmt, Walters Date aus der letzten Folge war ja eine Bauchtänzerin. Und sie hat ihm sogar versprochen, ihm eine persönliche Darbietung zu geben. Ich glaube, Walters Hose platzt gleich schon. Ah, I see we have nice, an Arab tent and we can close this and maybe then here comes small Fata Morgana. Who knows? Only God knows everything. No? You know. Ja, und dann möchte Walter, dass jetzt die Vorführung endlich anfängt, weil sein altes Pimmelchen schon tropft. Und ich weiß, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen respektlos formuliert, aber ehrlich gesagt ist es doch wirklich genau so. Ich glaube, so notgeil habe ich ihn noch nie erlebt. Der wahre Grund, warum ich ein bisschen gedrängelt habe, war so, dass ich mir natürlich gewünscht habe, dass sich danach noch ein privates Programm weiterentwickelt. Das heißt, ich habe mir die Fata Morgana schon in meinen siebten Himmel ausgemalt und die exotischsten Szenen mir vorgestellt. Ja. Immerhin möchte Walter der Frau dann auch seinerseits einiges bieten und deswegen war er mal wieder im Woolworth und hat tatsächlich diesmal für insgesamt 3 Euro ein Kostüm gekauft. Und so sieht es dann auch aus. Toll.
Ich habe mir da schon was ausgedacht. Ich werde dann einen kleinen Scheich spielen. Und dafür habe ich mir zum Beispiel diesen Hut mitgebracht. Also ich sehe dann aus wie ein Obermufti. Ein Mufti ist eigentlich ein islamischer Rechtsgelehrter. Trotzdem, die Verwandlung beherrscht Walter in Perfektion. Der 54-Jährige entschwindet in andere Sphären. Walter zwischen Orient und Okzident. Ich würde ja wirklich mal sehr interessieren, was Walter da geraucht hat, oder? Und dann beginnt tatsächlich die Show. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll, außer es war einfach alles schrecklich. Aus dem Dunkel heraus hat sich auf einmal eine Figur abgebildet. Ja? Es hat nur geglitzert. Ich habe nur Stoffteilchen gesehen. Sie hat ein ganz anderes Make-up aufgelegt und ich habe nur diese Formen eines Körpers gesehen, der sich in den schönsten Figuren hier mir darstellt. Wow! Fantastico! Und dann wird es tatsächlich noch ein bisschen verstörender, denn Walter seinerseits möchte jetzt auch unbedingt professioneller Bauchtänzer werden. Und wisst ihr, was ich mich an diesen Stellen immer wieder frage? Selbst wenn die Sendung mehr gestellt sein sollte, als sie vielleicht manchmal den Anschein hat, wer zum Teufel denkt sich sowas bitte aus? Ich dachte, Walter, jetzt kannst du nicht sitzen bleiben. Jetzt musst du aufstehen und musst du zeigen, dass du auch Feuer und Temperament im Blut hast. Und dann bin ich aufgestanden und habe auch da so mit ihr getanzt. Grundsätzlich muss man aber wirklich sagen, Walter ist, glaube ich, sehr begeistert und vielleicht sogar ein bisschen verliebt. Ist das hier vielleicht die Frau für seine Zukunft? Wenn man eine so attraktive Bauchtänzerin hat, die auch noch ein Mensch ist, den man mag und man ist dem so nahe, wir hatten ja praktisch Tuchfühlung, ja, dann entsteht natürlich in einem Mann verständlicherweise der Wunsch, dass er noch tiefer in ihre Aura eindringen möchte. Ah ja, in die Aura eindringen. Das möchte er, glaube ich, sehr, sehr dringend. Und sein Aurastab ist quasi schon ausgerichtet. Und aus irgendwelchen Gründen möchte die Frau die dann auch, glaube ich, leider in ihren Orgonkristall aufnehmen. Oh Leute, ich will mir das so alles nicht vorstellen. Als dann der Abend vorbei war und die Elena sich wieder angezogen hat, habe ich sie gefragt, wo ihr Hotel ist. Und ich kenne ja die Hotels von Odessa und ich wusste, dass ihr Hotel ganz in der Nähe von meinem ist. Und da habe ich gesagt, du, Elena, es wäre doch das Beste, wenn wir ein Taxi zusammennehmen, oder? Vergessen sind Natalia von heute Nachmittag und die vielen anderen Frauen, die Walter bisher getroffen hat. Hat er in Elena die Liebe seines Lebens gefunden? Ich hoffe nicht. Leider ist an dieser Stelle, aber du hast es wahrscheinlich schon gesehen, die Folge dann erstmal wieder vorbei gewesen. Aber ich bin mir sicher, die nächste wird auch ziemlich gut. Wenn du die nicht verpassen willst, würde ich mich jetzt extrem noch über ein Abo freuen und natürlich über einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass du dieses Format überhaupt magst und auch weiter sehen willst. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst, kannst du auch sehr, sehr gerne mal wieder bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen oder bei meinem anderen Partner Holy. Beide verlinke ich dir natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Grundsätzlich musst du das jetzt aber sowieso wieder alles tun, denn sonst dringt Walter bald auch mal in deine Aura ein.